Ja, hallo, mal wieder willkommen zu einem neuen kleinen Tourvideo. Und zwar, ja, dieses Mal mit dem Roller auf dem Weg nach Ostdeutschland. Jetzt hier am Stadtrand von Regensburg. Fahrt Richtung Norden, Norden-Osten. Und ja, müssen wir mal gucken, wie weit wir heute kommen. Also geplant ist es, dass wir bis nach Freiberg in Sachsen fahren. Das sind so, ja, 330, 340 Kilometer auf der von mir geplanten Route. Und ja, wollen wir mal gucken. Die letzten zwei Versuche gingen ja, wie im Blog geschrieben, gründlich in die Hose. Der erste endete im tschechischen Straßengraben, der zweite auf dem tschechischen Abschleppwagen. Ja, müssen wir mal gucken. Das soll natürlich dieses Mal nicht wieder passieren. Wäre gut, wenn es jetzt endlich mal klappt. Hier in der Burg haben wir schon mal wieder einen Storch mit Küken sogar. Schön. Überhaupt ist Nappburg unheimlich sehenswert mit der schönen Altstadt. Wir fahren jetzt dann da aber weiter bis nach Wernberg hoch. Das Kloster Waldsassen. Wir haben es nicht mehr weit bis zur Grenze. Bald sind wir in Tschechien. Ah, das Schild verrät's. Wir sind in Tschechien. Sind wir irgendwo falsch abgebogen und mitten im Weltraum gelandet. Da ist Jupiter und Saturn und Venus und diverse andere Planeten, das ganze Sonnensystem. Nein, das ist hier das Raumfahrtmuseum in Morgenröte im Erzgebirge. Gehen wir jetzt mal nicht rein, aber mal zumindest angucken, von außen kann man sich's ja. Wer den da wohl reingeschmissen hat.
Gut, das Tagesziel ist erreicht. Wir sind in Freiberg. Muss ich jetzt nur noch zum Turm finden. Und dann ist dieser Tag damit zu Ende. Ja, guten Morgen. Jetzt geht's dann bald los. Von Freiberg aus nach Frankfurt an der Oder. Mal sehen, ob das so klappt wie gedacht. Jetzt nur noch die letzten Abfahrtvorbereitungen. Der Tuben kommt dann auch gleich und dann, oh, dann können wir starten. Schauen wir mal. Ja, das Jagdschloss Grillenburg. Auch nicht schlecht. Nach dem Touri-Programm an der Frauenkirche in Dresden wollten wir dann eigentlich weiterfahren nach Frankfurt. Aber ja, das waren nicht mal 5 Kilometer weiter, bis die Sache dann ein bisschen gen Süden gekippt. Kurz hinter Dresden, glücklicherweise direkt bei einer Tankstelle an der Hauptstraße, hat mein Yamaha Neos-Roller beschlossen, den Geist aufzugeben und ist stehen geblieben. Keine Kompression mehr. Ende aus. Wir haben dann auf den ADAC gewartet. Der ADAC hat mich nach Freiberg zurück abgeschleppt und der Tum ist mit seinem glücklicherweise immer noch funktionierenden Moped zurück nach Hause gefahren. Also wie man sieht, das ist hier nicht Frankfurt an der Oder. Das ist immer noch bzw. schon wieder Freiberg. Denn der Neos hat leider kurz hinter Dresden den Geist aufgegeben. Was da passiert ist, ist ja Bereich Worst-Case-Szenario, das Nadellager hat sich zerlegt. Kapitaler Motorschaden. Ja, wenn man sieht hier, da fehlen Nadeln und das ist nicht gesund. Das endet dann auf dem Kolben, sieht dann am Kolben so aus. Und im Zylinderkopf so. Null Kompression. Aus Ende Gelände. Nun gut, manchmal endet eine Tour leider auch so. Schade. Dieses Tourvideo endet jetzt halt nun mal leider hier in meiner Werkstatt. Den Neos haben wir gestern noch zu mir nach Hause abgeschleppt. Ich habe ihn jetzt heute Morgen hier in die Werkstatt geschafft und naja, jetzt müssen wir mal weitersehen, wie es jetzt dann, was jetzt genau ist. Weil, gut, Zylinderkolben sind definitiv tot. Die Kurbelwelle hat es möglicherweise erwischt, aber um das festzustellen, muss ich den Motor ausbauen. Das ist jetzt dann aber was für ein neues Video. Generell zu diesem Tourvideo mal etwas. Ich wollte bei dieser Tour ein Experiment machen, beziehungsweise habe ich auch gemacht, und zwar, ob man eine Rollertour in der gleichen Art und Weise filmen kann, wie ich es bei der Ape-Tour gemacht habe. Das funktioniert nicht. Das Problem ist einfach, diese Ape-Tour-Videos leben sehr von den Fahrszenen und es ist mit der normalen Kamera nicht möglich, mit dem Roller während der Fahrt zu filmen. Das geht einfach nicht, das ist viel zu gefährlich. Das heißt für mich, ich werde jetzt dieses Video in der Form, die ihr jetzt gesehen habt, veröffentlichen. Als kleines Experiment. Einfach, ja, ich finde es jetzt nicht schlecht. Ich glaube nicht, dass es schlecht geworden ist, aber es ist nicht so gut, wie es sein könnte. Und auf meiner Wunschliste für dieses Jahr noch steht jetzt auf jeden Fall so eine Helmkamera, dass man eben auch beim Roller während der Fahrt filmen kann. Und dann kann man nämlich auch diese Videos, ich sage jetzt mal, besser machen. In diesem Sinne wünsche ich euch wie immer gute Fahrt und bis zum nächsten Mal. Tschüss!